Servus, das ist der Steine Chris und Scump, Early Access Version 05 und Susi. Ja, wir steigen heute gleich richtig fest ein. Eigentlich wollte ich mich auf den Weg machen, mal diese Lootpunkte absuchen von Waffenläden und von Jagdhütten, die ja ziemlich weit in der Innenstadt drin sein sollen. Ich werde mich mal auf den Weg hinbegeben. Ich habe da so einen Tipp bekommen, dass gegenüber von diesem Partyhaus wohl der erste dieser Läden sein soll. Mal gucken, dass ich den ausfindig machen kann. Ja, so eine herrenlose Werkzeugkiste können wir hier natürlich nicht stehen lassen. Die nehmen wir selbstverständlich mit. Gucken, was hier sonst noch rumliegt. Hier nochmal der Tipp. Also der Gegenstand ist zu groß. Mit Steuerung kann man diesen Gegenstand dann drehen im Inventar. Ist sehr hilfreich. Man könnte auch über diese grau schraffierte Fläche neben dem Inventar reingehen. Dann würde es automatisch anpassen, aber halt irgendwo reinsetzen. Ich habe da noch so eine grobe Richtungsidee gehabt, wo jetzt dieses Partyhaus ist. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht allzu lang, dass wir doch auf dem direkten oder schnellsten Weg dahin kommen. Ich will jetzt hier auch nicht allzu schnell durchsprinten, weil dann ist der Lärmpegel recht laut. Darum versuche ich jetzt hier so ein bisschen gemächlicher durchzugehen, um nicht alle möglichen Zombies auf mich aufmerksam zu machen. Auch dieses Laub hier am Boden raschelt, wenn man drüber läuft. Ja, da haben wir schon den nächsten Zombie, der auf uns wartet. Ja, super, mein Bogen liegt irgendwo vorne, habe ich wohl beim Waffenwechseln verloren. Also nochmal zurück.
Über die Rechtstaste kann man diese Schnellauswahl an Waffen auch wieder rückgängig machen. Ich war der Meinung, dass irgendwo auf der Höhe hier dieses Haus sein müsste, aber anscheinend bin ich die falsche Straße hochgelaufen. Gucken wir mal nochmal schnell hier rum. Aber die Hütten da drüben, die kommen mir doch bekannt vor. Also die Schussfolge vom Bogen im Gegensatz zur Armbrust ist schon gut, aber dafür ist halt die Treffergenauigkeit mit dem Bogen jetzt nicht so toll. Der Zombie da hinten, der macht einen wirklich zu schaffen. Aber gut, ein paar Pfeile habe ich noch. Und ansonsten werde ich ja leer. Dann nehmen wir die Armbrust her. Ja, warum ich nicht gleich die Armbrust genommen habe, ist, ich möchte ganz gern das Bogenschießen auch ein bisschen skillen. Dadurch dauert es halt ein bisschen länger, aber ist halt genauso leise und irgendwie hat halt der Bogen auch ein bisschen Style.
Oh, ein verräterisches Piepsen. Da gehen wir mal ganz schnell wieder weg. Das ist einer von diesen Selbstmordbomben-Zombies. Mal gucken, wie ich den jetzt da am besten rauskrieg, ohne dass ich mich selbst mit in die Luft jag. Das Blöde ist, man sieht halt hier gar nichts mit diesem Schuttberg. Der kann jetzt im Gebäude sein, der kann auch auf der Straße irgendwo rumliegen noch. Mal gucken, wie ich den ausfindig machen kann. Okay, anscheinend muss der nicht mal aufstehen und auf einen zulaufen, dass der sich auslöst. Reicht also auch schon, wenn man den irgendwie zu nahe kommt, dass der den Timer so und so lang aktiviert, um sich selbst zu sprengen. Ich gucke jetzt bloß mal gerade nicht, dass jetzt hier durch diese Explosion andere Zombies angelockt werden, wäre jetzt natürlich sehr fatal. Oh, hier ist noch so ein Lager, nehmen wir auch gleich noch mit. Ja, da hätten wir den Waffenladen. Also anscheinend liegen vor diesen oder bei diesen Bedarfsläden diese Sprengzombies rum. Na, schauen wir mal, was wir hier Schönes finden. Scheint ja doch ziemlich ausgeräumt zu sein. Naja. Mal gucken, ob es hier vielleicht noch seitlich irgendwie einen Lagerraum gibt, wo man vielleicht mehr Glück hat. Scheint so auf die Straße zu gehen und hier. Ah, wie passend, die Apotheke. Für diejenigen, die sich mit den Waffen selbst verletzen. Gleich die Apotheke nebendran. Perfekt. Also so ausgiebig, wie ich mir das jetzt erhofft hatte, ist der Loot jetzt hier nicht ausgefallen. Schauen wir mal, dass wir diesen Jagdladen noch finden. Jetzt schaue ich mal bloß schnell in dieses Partygebäude rein. Mal schauen, was wir da Schönes drin haben. Es ist zumindest leise, hört sich nicht nach Zombies an. Okay, Pfanne. Pfanne mit Fleisch, sehr schön. Pizzakarton. Kann man den auch looten, beziehungsweise so Pizzateller oder was haben wir das denn? Ne, da geht nichts. Aber hier haben wir nochmal so eine Fleischpfanne. Die Dosen nehme ich jetzt nicht mit und die Weinflaschen, wobei bei den Weinflaschen wäre es halt cool, wenn man diese Korken rausnehmen könnte, aber anscheinend geht es noch nicht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt geplant ist. Ich nehme sie trotzdem mal mit und das Fleisch selbstverständlich auch. Ich hätte zwar jetzt nicht gedacht, dass wir hier so super versorgt werden in der Stadt. Darum habe ich ja diese Fleischspieße gemacht. Weil ich mir dachte, hä, wenn du da jetzt gar nichts findest, das ist schon ein gutes Stück nach Hause. Aber schauen wir mal.
Ja, die Taschen sind voll, war jetzt ein bisschen unpraktisch. Ja. Das glaube ich macht jetzt nicht wirklich Sinn, dass ich jetzt noch versuche, die anderen Läden hier zu finden, um was abzugreifen, weil mit dem Taschenplatz ist halt dann doch recht schnell vorbei. Dann drehe ich lieber nochmal um und werde dann versuchen, mit dem Auto nochmal in die Stadt reinzufahren. Was mich jetzt aber hier noch interessiert ist, sieht hier alles so toll aus, so voll bewachsen. Ich werde mal schnell mal die Grafik mal hochdrehen. Mal gucken, ob sich das hier irgendwie besser darstellen lässt noch. Ein bisschen, glaube ich, ist da was gegangen. Aber es sieht schon toll aus. Also auch mit dieser Überdachung hier und der Bewachsung sieht schon toll aus. Gut, ich habe da jetzt vorher nicht so drauf aufgepasst, ob man diese Ahornblätter auch so detailliert sehen konnte oder ob das jetzt erst durch das Hochstufen der Grafik so super geworden ist. Aber dass man die Blattart erkennt, das ist schon cool gewesen. Mal gucken, ob man das hier noch mal bei diesen Blättern besser sieht. Aber es kann natürlich jetzt sein, dass es das irgendwie im Speicher noch mit drin ist. Ich stelle es mal noch mal runter. Kann man jetzt nicht genau sagen. Okay. Durchs Warten. Also ich finde, das wird jetzt nicht schlechter oder besser. Ich stelle es mal noch mal hoch. Warum ich das Ganze auf Mittel spiele und nicht von Haus aus aus Epic? Die Lüfter der Grafikkarte laufen nur noch volle Leistung und das nervt so ein bisschen beim Spielen. Also ich spiele ohne Headset. Und das stört ein bisschen. Was ich noch machen könnte, ist, was mir gerade einfällt, ich habe das Rendering weit runtergestellt. Ich setze das mal nochmal gerade hoch, mal gucken. Also bei der Kette jetzt hier hat man es ganz deutlich gesehen gehabt. Das ist gleich extrem besser geworden. Ich lasse das jetzt mal so. Die restliche Strecke mal so mal gucken. Also ich finde, es hat schon sehr starke Auswirkungen. Auch so von den Schriftzügen. Also es ist wirklich klasse programmiert worden, finde ich. Also es kommt sehr authentisch rüber, finde ich. Uns mal ein bisschen. Ach toll, wieder. Da wäre gerade ein Zombie gewesen. Okay. Getäuscht. Ah, doch, da ist er. Ja, der Zombie hat Susi leider erwischt. Dann verbinden wir uns schnell. Und dann werden wir langsam schauen, dass wir zum Auto kommen.
Wetter dabei. Ja, auch dieses Schild von der Boutique sieht recht toll aus. Noch eine Hose. Schneetarnfleck. Gucken, wie die aussieht. Kein Taschenplatz mehr. Ja, sonst ist hier nichts weiter, was interessant wäre. Moment, mir fällt gerade ein. Ich habe noch eine Ersatzhose dabei, die hat Taschenplatz. Dann müsste ich beide Hosen mitnehmen können. Beziehungsweise die, die ich anhab und die gefundene. Dann packt man das ein. Aber das hätte sich jetzt nicht gelohnt, mit dem bisschen Taschenplatz noch versuchen, den anderen Laden zu looten, weil das sind auch bloß 9 Felder, wenn da irgendwas Größeres dabei gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass sich das gelohnt hätte. Dann tappen wir zurück. Wie gesagt, ich versuche nochmal mit dem Auto da reinzukommen, dass es einfach schneller geht. Ah, der nächste Zombie. Wow, perfekt One-Hit. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich werde noch mal ein zweites Video machen und dann versuchen, die Läden noch mal mit dem Auto abzufahren.